Gott, ich weiß, in letzter Zeit kommen nur Haul-Videos von mir, weil mir nichts mehr einfällt. Außer der Winterlook, den ihr davor Gott sei Dank gesehen habt. Ich hoffe, euch gefällt. Ich habe ihn ja auch jetzt auch gerade oben. Ja, es ist jetzt nichts Besonderes, aber ich wollte das unbedingt machen mit dem Lippenstift. Und Augen-Make-up-mäßig ist mir nicht viel eingefallen, außer dieses Schneelastige. Und dieses Braune sollen dann die nackten Bäume darstellen. Ich hoffe, euch gefällt's. Fangen wir mit dem Tiki Max Haul an. Ich fange als erster mit dem da an, in dem einzelnen Sackerl. Ich räume zuerst mal alles aus, glaube ich. Bei dem hier ist irgendwie das Problem, dass das ausläuft. Deswegen werde ich das auch dann gleich in mein Bad stellen und erstmal waschen. Das ist von Macadamia wieder. Ein Shampoo. Ich habe heute ein ganz anderes verwendet. Irgendwie bereue ich den Kauf von dem. Aber ich will es probieren. Ich glaube, das ist sogar für Voluminizing Shampoo steht drauf. Ich hoffe, dass mir das hilft. Das andere wirkt nämlich überhaupt nicht. Und da habe ich mir die große Flasche gekauft. Also hoffe ich, dass das wenigstens hilft. Ja, dann habe ich mir ein Oberteil gekauft. Hatte ich jetzt noch nie an. Wird jetzt mal Zeit. Das sieht so aus. Mir wäre das Grüne lieber gewesen. Das habe ich nämlich einmal gesehen, wie ich mit der lieben Vivi im Tiki Max war. Und ich habe das Schwarze davon noch gesehen, reduziert. Das ist, wenn man, so wie bei den Kinderoutfits, kennst du das? Da fährt man drüber und dann hat man eben entweder Schwarz oder Gold. Und das hätte es in Grün auch geben. Leider habe ich das nicht mehr bei den Reduzierten gefunden, aber dafür habe ich das hier gefunden. Und das war relativ günstig, weil das war nämlich sehr teuer am Anfang, deswegen habe ich es mir nicht gekauft. Es hätte 40 Euro gekostet normalerweise, da drunten kann man es ein bisschen sehen. Und sie haben es reduziert auf 21 Euro und da habe ich es mitnehmen müssen. Ich sehe auch, die haben einen roten da drunter noch kleben. Einen roten, ich glaube, die haben das nochmal reduziert. Schauen wir mal nach. Nee, das kann man leider nicht sehen. Schade. Aber es war um 21 Euro reduziert und dann habe ich mir gedacht, okay, dann nimmst du es mit. In letzter Zeit habe ich nämlich immer Sachen aus meinem Kasten, die mir nicht mehr passen und die gebe ich gleich auf die Seite. Zwei habe ich schon rausgefischt, die mir nicht mehr passen und die ich auf die Seite gegeben habe. Und das ist relativ groß, obwohl das, glaube ich, welche Größe hat denn das überhaupt? Ich habe es nämlich natürlich nicht probiert, sondern ich habe es nur mitgenommen, weil es das geht eh. Es hat eh die Größe M, also wird das schon passen. Ja, über das habe ich mich wirklich gefreut, dass ich das erwischt habe. Und dann habe ich noch eine Riesentüte von Tiki Max. Mit ganz, ganz vielen Sachen. Ich fange als erster mit dem hier an. Ich glaube, da habe ich nur noch... Nein, ich räume das mal aus, weil das macht zu viel Lärm. Okay, Tüte ist leer. Und ich habe ganz viele Sachen in meiner Hand. Und jetzt ist gerade ein Duft runtergeflogen. Sehr, sehr toll. So, fangen wir mit dem auch gleich mal an. Den habe ich mir auch, glaube ich, wieder reduziert gekauft. Ich habe eindeutig zu viel Zeug wieder gekauft. Das ist mein Reveal-Duft von Calvin Klein. Den kriege ich ja leider nur noch beim Tiki Max. Und weil ich den dort gefunden habe, habe ich mir gedacht, nehme ich ihn gleich wieder mit. Jetzt wird es mal Zeit, dass ich einen anfange zu benutzen. Aber ich will zuerst die verwenden, die ich offen habe. Ich weiß, das klingt voll bescheuert, aber ich will zuerst die aufbrauchen, die ich offen habe. Aber es, glaube ich, wird nicht so funktionieren, wie ich mir das einbilde, wenn ich da dauernd jedes Mal ein Calvin Klein Reveal kaufe. Kommen wir ganz schön zu Masken. Als allererstes habe ich von The Cream Shop die Lavendelmaske, also die Tuchmasken, mir gekauft. Auf die bin ich schon sehr, sehr gespannt. Ich habe die bis jetzt noch nicht probiert. Ich muss es am Boden hauen, weil ich habe keinen Platz. Dann habe ich hier noch andere Masken von The Cream Shop. Einmal die hier. Ich weiß gar nicht, was für einen Geruchssinn das hat. Weil das sind nur so Hexenhüte drauf. Aber auf die bin ich auch sehr, 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 sehr gespannt. 5,99 kostet da jeweils immer eine Packung. Ich habe aber noch eine. Nein, ich habe noch zwei von The Cream Shop. Ich verstecke mich eh schon. Ich bin so ein richtiger Maskenjunkie. Aber das Problem ist, dass mir im Winter viel, viel, viel zu kalt ist dafür. Ich habe auch diesen Monat noch gar keine gemacht und ich glaube letzten Monat nur eine oder so. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe so viele und mache so wenig. Ich habe mir auf jeden Fall noch von The Cream Shop die Ananas gekauft und auf die bin ich sehr, sehr gespannt. Und natürlich meine Kokos, obwohl ich eh genug Backups davon habe. Aber ich habe Angst, dass mir die ausgehen. Dann habe ich mir noch Wimpern reduziert gekauft. Da war ich sogar mit dem Roman im Tiki Max. Ich weiß noch nicht, wann ich sie trage. Vielleicht
meine Arbeitskollegin und ich gehen auf einen Ball. Vielleicht versuche ich da die auszuprobieren, weil mir gefallen die sehr, sehr gut. Die sind nämlich nicht so auffällig und ich hoffe, dass ich die viel, viel besser dran kleben kann als die anderen. Die würde ich gerne am Ball tragen irgendwie. Ja, jetzt ist es ins Aufgebrauchtsackerl gefallen. Sehr schlau. So. Also, die habe ich noch. Bevor ich die Flasche vergesse, ich habe mir noch so eine Thermoflasche gekauft. Meine Arbeitskollegin und Freundin hat fast dieselbe. Ich glaube, ihre ist gelb. Und ja, deswegen habe ich mir die auch gekauft. Wird Zeit, dass ich sie mal verwende. Ich habe sie jetzt schon so lange da in der Tüte. Und ich habe ja noch eine mir gekauft, die bunt ist und die habe ich bis jetzt auch noch nicht verwendet. Ja, das macht Sinn, ich weiß. Dann habe ich hier Masken, die nach Kaffee riechen sollen. Das ist die, ich weiß gar nicht von welcher Marke, Facial Mask. Oh ja, steht die da drauf, aber man kann es nicht lesen, weil das Spa Life, glaube ich, heißt die Marke. Haben auch 5,99 kostet, so sehen die aus. Coffee Break heißen die, das ist mit Cappuccino, glaube ich. Ich glaube, am Americano steht da drauf, doch kein Cappuccino. Und dann habe ich noch welche, das sind die Cappuccino. Die musste ich einfach mitnehmen und ich bin leider noch nicht dazu gekommen, welche zu machen. Es liegen da 10.000 Masken am Boden. Was natürlich nicht alle Masken sind. Ich glaube, ich habe ein Maskenproblem, Leute. Die habe ich, glaube ich, schon mal gesehen und habe es bereut, dass ich mir die nicht gekauft habe. Deswegen habe ich mir die das letzte Mal mitgenommen. Das ist eine, ich glaube, die sind sogar von derselben Marke. Ja, Facial Mask. Die sind alle von derselben Marke. Ich wollte die unbedingt haben. Ich finde die vom Design so, so schön. Ich hoffe, dass die auch so gut wirken, so gut wie sie ausschauen. Ich habe hier nämlich eine Unicorn-Shake-Maske. Diese Verpackung ist einfach der Oberhammer. Leider sind die sehr teuer. Ich glaube, da kostet ja eine schon, warte jetzt mal, 3,99. Die sind leider sehr, sehr teuer. Da habe ich noch eine Dream Skin, heißt die. Also Hashtag Dream Skin. Die hat so einen Regenbogenkuchen mit, auch mit einem Einhorn drauf oben. Eigentlich bin ich ja nicht so der Einhorn-Fan, aber die fand ich wirklich schön. Da ist nämlich auch ein Einhorn drauf. Hashtag Unicorn Glow. Ich finde die Verpackung so geil. Mir wird das so leid tun, wenn ich die aufbrauche. Und eben die Beauty Scoop mit Avocado, glaube ich, wird das sein. Die schaut ja auch mega aus von der Verpackung her. Dann habe ich wieder Tuchmasken. Die habe ich mir aber auch nur gekauft, damit ich sie verschenken kann eigentlich. Ich habe aber jetzt noch zwei über. Eine hat gesagt, sie hat schwarze Stellen im Gesicht gehabt, wie sie die verwendet hat. So sieht die Verpackung aus. Die muss man so gar nicht so lange drauf lassen. 10 Minuten nur steht hinten drauf. Ich fand die Verpackung so cool und ich habe Geschenke gebraucht für Weihnachten, deswegen habe ich mir die genommen. Und ja, jetzt habe ich noch zwei über davon. Ich werde aber auch eine ausprobieren. Bin neugierig, wie die ist. Wir sind fast schon wieder durch. Ging relativ schnell. Das ist nur, weil ich nur so viele Masken wieder habe. Da war ich, glaube ich, auch mit dem Roman unterwegs. Da habe ich reduziert von Lancaster einen Lichtschutzfaktor gefunden. Und ich hoffe ja noch immer, dass ich mein Produkt unbedingt finde, das ich von Lancaster habe. Wieso sieht das aus? Das war von 17 Euro auf 13 Euro reduziert und deswegen habe ich mir gedacht, okay, nimmst du es mit. Ich habe noch ein paar andere Lichtschutzfaktoren, die ich aufbrauchen sollte, aber ich wollte das unbedingt haben, bevor es weg ist. Ich weiß, das ist so dämlich. Ich war jetzt auch, na, dazu komme ich später. Dann habe ich noch einen letzten Duft in einer ganz großen Größe, 100 Milliliter. Der war auch reduziert. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass ich auch Estee Lauder sehr, sehr gern mag. Ich habe auch jetzt aktuell eine Mascara in Verwendung. Und es gab dort einen Duft reduziert. Der hat, glaube ich, nur noch 40 Euro dort kostet. Und ich musste den unbedingt haben. Ich weiß nicht, ob ihr den modernen Mousse Duft kennt. Der erste hat mir schon mega gefallen. Und das ist der Le Rouge. Und den gab es beim TK Maxx um 40 Euro in einer 100 Milliliter Größe. Ja, also was Tiki Max betrifft, bin ich ziemlich Duft-Junkie, Masken-Junkie. Ja, generell diese Kosmetik. Da bin ich der riesengrößte Junkie, den es gibt. Ich mag das voll gern. Der sieht so schön aus und der riecht so gut. Ich habe ihn nämlich einmal schon oben gehabt, weil ich wissen wollte, wie er riecht, weil ich mich nicht mehr erinnern habe können. Ich habe ihn auch gar nicht probiert. Ich habe ihn einfach mitgenommen. Die bei der Kasse hat zu mir dann angefangen, dass man das nicht umtauschen kann. War mir natürlich egal, weil den würde ich niemals umtauschen.
weil ich den sehr, sehr gerne mag. Generell die Estee Lauder Düfte, nur hatte ich noch nie einen von denen, weil mir die zu teuer waren. Und 40 Euro für die 100 Milliliter Größe finde ich irgendwie vollkommen in Ordnung, weil ich finde, das kriegt man nicht einmal woanders so günstig. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich für den bezahlt habe, für den Reveal, obwohl ich den auch sehr, sehr gern mag. Und zu Weihnachten habe ich den Tester davon bekommen, weil den gibt es ja nicht mehr im Sortiment. So, jetzt habe ich mit dem Mund fusselig geredet. Falls ich das noch nicht erwähnt, nein, habe ich noch nicht erwähnt. Ich war jetzt seit Februar nicht mehr, also im ganzen Februar war ich nicht beim TK Maxx. Vor kurzem habe ich mich mit Amy getroffen, da habe ich auch ein bisschen mitgefilmt, aber das werde ich jetzt ein bisschen später sehen, weil ich zurzeit nicht zum Filmen komme. Vlogmäßig meine ich jetzt. Den Kanal verlinke ich euch unten, bei zwei Videos habe ich ja online gestellt, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Einen Tag mit Lynn und einmal so wieder zusammen gewürfelt. Was wollte ich sagen? Ja, ich war seit in Jahren seinen Geburtstag nicht mehr beim TK Maxx und ich habe von der Amy einen Gutschein bekommen und jetzt überlege ich, ob ich dann in meinen Urlaub mal wieder hinschaue. Obwohl das sehr gefährlich ist, weil meine Freundin vor kurzem MAC-Lippenstifte dort gesichtet hat. Jetzt bin ich irgendwie, ich will da irgendwie nicht hin, habe irgendwie Angst, dass ich irgendwas kaufe. Aber ich habe einen 20-Euro-Gutschein, also kann es nicht so schlimm werden. Ja. Oder ich warte noch zu meinem Geburtstag, vielleicht kriege ich noch welche Gutscheine vom TK Maxx. Ich weiß, bin ein Junkie. Es dauert ja nicht mehr so lange, bis ich Geburtstag habe. Jo. Sonst fällt mir eigentlich nichts ein. Aber ich wollte euch mal so die Sachen zeigen, damit ich vielleicht nicht so unbedingt wieder zum TK Maxx will. Jetzt habe ich gegähnt. Ich habe aber eh lang genug. Naja, lang genug kann man nicht sagen. Oh Gott. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich liebe TK Maxx, das wisst ihr ja. Überhaupt die Masken. Vielleicht mache ich mir heute eine Tuchmaske. Ich habe nämlich, ich war nämlich vorher schon mit dem Sparky spazieren und es scheint richtig schön die Sonne draußen. Deswegen kann ich auch so schön filmen. Das Licht ist perfekt heute. ja. Ich war schon mit ihm spazieren. Und es ist aber trotzdem arschkalt draußen, deswegen ist man dann, weil ich war ungeschminkt draußen, deshalb habe ich mir gesagt, okay, wenn du schon passend zu dem Wetter heute rausgegangen bist und ein bisschen dich umgeschaut hast, weil ich sehe, wie viel Schnee liegen bei uns und die nackten Bäume, deswegen habe ich mir gedacht, ich schminke den Look. Ich hoffe, euch gefällt, auch wenn der jetzt nicht so besonders ist, wie mein Herbst und Frühling war, glaube ich, schöner. Herbst und Frühling waren, finde ich, schöner. Aber ja, Sommer habe ich noch gar nicht gemacht, oder? Da kriege ich einen Schluck auf. Ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ihr könnt es mir ja gerne mal schreiben in die Kommentare, ob ihr auch mal wieder beim TK Maxx wart. Ich war brav und war den ganzen Februar jetzt nicht. Ich werde auch morgen nicht gehen, weil morgen habe ich noch frei und dann habe ich die Woche durch und dann muss ich dann muss ich durcharbeiten. Am 3. März habe ich einen Ball. Ich hoffe, dass ich da irgendwie meine Kamera reinschmuggeln kann. Ich glaube aber nicht. Ja, wir werden sehen. Ich habe nur noch kein Ballkleid. Ja, das ist das Ätzende dran. Aber ich glaube, das erzähle ich euch in einem Style & Talk. Ich glaube, das wollt ihr das wieder? So ein Style & Talk? Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Jetzt höre ich auf zu reden und räume mein Klumpert weg. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye!